Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge haben wir Diabolos bezwungen sozusagen und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ersparen wir eure Belehrungen. Euch war doch allen klar, dass ich nicht hier im Bett verfaule, während ihr das Abenteuer eures Lebens bestreitet. Und ich würde mir eher jeden einzelnen Knochen im Körper brechen, als mir die Freiheit nehmen zu lassen, dorthin zu gehen, wo es mir passt. Außerdem ist doch am Ende alles gut gegangen, oder? Diabolos ist tot und wir sind am Leben. Das halte ich für einen klaren Sieg. Allerdings ist es äußerst bedauerlich, dass die Remil, sein Flugschiff, dabei draufgegangen ist. Ich hoffe, sie findet ihren Frieden auf dieser Insel der Zuflucht. So, als Abschluss bekommen wir die Notenrolle von Promises und Shadow of the Body. So. Gut, ums Inventar kümmern wir uns gleich. Dann haben wir noch hier Abschied von den Rotschnäbeln. Verdammt, meine Brille ist hinüber. Aber ich kann mir jederzeit eine neue besorgen. Und ein neues Luftschiff. Wir sollten froh sein, dass wir bei der Nummer nicht mehr verloren haben. Immerhin haben wir uns kopfüber in ein Nest von Nichtsgesandten gestürzt. Nun, da wir die Lüfte zurückerobert haben, ist es wohl Zeit für uns zu gehen. Die Harpyien und die Rotschnäbel können ihre vorübergehende Allianz beenden. Es sei denn, du hättest Interesse in einer längerfristigen Zusammenarbeit. Deine Stieflecker mögen deine Stimme ja für den Gesang eine Sirene halten, aber in meinen Ohren klingt das wie das Kreischen einer Harpyie. Nein, das war das erste und das letzte Mal, dass wir uns zusammen in die Lüfte erhoben haben. Wir sind nun wieder Rivalen, so wie wir es immer waren. Du bist ein verdammter sturer Mann, Rotschnabel, aber eins sollst du nicht vergessen. Am Ende bekomme ich stets, was ich möchte. Kehrt bitte in mein Quartier zurück und schaut nach den Verletzungen des Falknolls. Ich komme gleich nach. Ich komme mir so dumm vor, Theo. Ich habe darauf beharrt, dass Leofard hier bleibt. Und dann war er es, der die Mission vor einem sicheren Fehlschlag bewahrte. Ein Fehlschlag, der auch all meine Bemühungen zunichte gemacht hätte. Du bist zu gütig. Ah, ich finde keine Worte, um meine Reue richtig auszudrücken. Wie soll ich bloß anfangen, mich zu entschuldigen? Ich würde mich gern mit dem Captain unterhalten, aber er scheint derzeit lieber alleine zu sein. Es ist seltsam, ihn so melancholisch zu sehen. Ob ihn der Verlust der Remil wohl so mitnimmt? Ich mische mich lieber nicht unbedarft in seine Angelegenheiten ein. Wir sollten ihn fürs Erste in Ruhe lassen. Ja, lassen wir die nochmal in Ruhe und wir gehen mal in das Zimmer. Fräulein Stasia, wenn ich mir die Frage erlauben dürfte, wisst ihr womöglich, warum der Captain so melancholisch ist? Ist es wegen der Remil? Bitte sagt mir, wenn es so ist. Ich fühle mich für die Zerstörung des Schiffs verantwortlich und möchte das Leiden von Leofard besser verstehen. Nun, das ist eine lange Geschichte, aber ich nehme an, ich sollte damit anfangen, dass der Captain als Kind zu einem Waisen wurde. Zu seinem Glück jedoch wurde er von einer hochwohlgeborenen Witwe aufgenommen, die ihn wie ihren eigenen Sohn behandelte.
Nach dem, was Leofab mir erzählt hat, war seine Adoptivmutter eine äußerst freundliche Frau mit sanftem Gemüt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme konnte sie jedoch nur selten draußen etwas unternehmen. Stattdessen verbrachte sie viele Stunden damit, ihrem Sohn aus den zahlreichen Büchern aus fernen Ländern in ihrer gut bestückten Bibliothek vorzulesen. Leofard hat sich aufopfernd um sie gekümmert, als ihre Krankheit von Tag zu Tag schlimmer wurde, und er war an ihrer Stelle, als der Tod sie schließlich in den Hallen von Tal eingehen ließ. Sie hat zu Lebzeiten nie viel von ihm verlangt, kurz vor ihrem Tod jedoch hat sie ihm ein wichtiges Versprechen abgerungen, dass er die Enge, die sie stets ertragen musste, entfliehen und sein Leben frei wie ein Vogel leben sollte. Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, war ihr Name Remil. Das ist ein Porträt von ihr, dort drüben an der Wand. Ah, das erklärt so einiges. Ich hatte mich gefragt, wo der Name des Schiffes woher kommt. Das Leben als Luftpirat hat Leofard selbst für sich gewählt. Aber ich denke, er hat sein Schiff auf den Namen Remil getauft, damit seine Mutter bei all seinen Abenteuern über ihn wachen kann. Seit wann hast du denn eine so lockere Zunge, wenn es um die private Vergangenheit eines Kameraden geht, das hier? Es ist keine Angewohnheit von mir, auf die Sympathien anderer Leute zu setzen, also behalte diesen Tratsch bitte für dich, ja? Und ich dachte, ich hätte euch gebeten, nach den Verletzungen des Völkneus zu sehen. Sieh dir nur mal seinen Umhang an. Mietz, total zerfetzt. Komm mal eben her. Ein Schal? Für mich? Jawohl, das ist ein kleines Geschenk, das wir jedem neuen Rotschnabel verleihen. Ramil hat mir beigebracht, dass es nicht von Bedeutung ist, Erinnerungen nachzuhängen, sondern die Stärke zu haben, seinen eigenen Weg zu gehen und diese Erinnerungen überhaupt erst zu erschaffen. Nachdem ich gesehen habe, wie entschlossen du warst, die Ehre deiner Meisterin wiederherzustellen, würde ich sagen, du passt bei uns sehr gut rein. Und wenn du glaubst, dass dieses kleine Luftschiff mir sehr viel bedeutet hat, hätte, dann hast du recht. Aber ich traue lieber um einen Haufen Metall, als jemanden zu verlieren, der mit mir durch dick und dünn geht. Also nochmal im Klartext, Mieze. Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen. Ein Luftpirat trifft seine Entscheidungen und lebt damit. Ein Leben als Luftpirat? Nun, da ich anscheinend meiner Heimat und meines Zweckes beraubt wurde, werde ich dein Angebot wohl annehmen. Ich folge deinem Befehl, Captain. Das freut mich zu hören. Deine erste Aufgabe besteht darin, zusammen mit uns unseren Abenteurer hier gebührend zu verabschieden. Nun, es ist verdammt nochmal Zeit, dass ihr beiden euch auf Augenhöhe begegnet. Aber mal im Ernst, Captain, in den Lumpen willst du doch wohl nicht raus, oder? Wir sollten dich auch erstmal neu einkleiden, bevor wir Tero Lebewohl sagen. Und da ist er frisch angezogen. Es ist an der Zeit, dass sich unsere Wege wieder trennen, Theo. Wir werden dich nach Kaldwind begleiten. Das war mal ein ganz schönes Abenteuer, Theo. Aber unsere Reise ins Unbekannte ist vorbei. Vorerst zumindest. Wenn die Lüfte ein neues Mysterium bereithalten, kannst du dir sicher sein, dass ich nach dir ausschalten werde. Immerhin gibt es niemanden, der mit unerwarteten Ereignissen so gut umgehen kann wie du. Großartige Abenteuer und der Rausch der Gefahr. Ich könnte mir kein besseres Leben vorstellen. Abschied von den Rotschnäbeln.
So, das war dann erstmal die Geschichte der Nichtsarche und dem ganzen Diabolus-Kram. So, wir haben jetzt komische Münzen bekommen. Einmal diesen Markpfennig aus der Nichtsarche, dann den Markgroschen aus der Stadt der Tränen und den Markschilling aus Dunscave oder so. Die kann man eintauschen, das werde ich euch auch später zeigen, wo das möglich ist. Erst noch hier kurz ein bisschen sortieren. So, diesen Sargdeckel kann man benutzen, um ein Housing-Item herzustellen. Das ist dann auch wortwörtlich ein Sarg, den man als Bett benutzen kann. Den kann ich euch jetzt allerdings nicht wirklich zeigen. Aber wenn die Zeit kommt, werde ich nochmal darauf zurückkommen. Dann haben wir als Abschiedsgeschenk einen Rotschnabelschal bekommen. Der hier nicht wirklich, naja, also sichtbar ist, aber das ist halt dann dieser Schal der Rotschnäbel. Ja. Dann werde ich mal hier hinpacken. Und dann habe ich letztens noch die Ballsaal-Etikette in sich gekehrt für Staatstaler gekauft, denn die waren voll und ich musste irgendwie Geld loswerden. So, jetzt haben wir dieses Emote in sich gekehrt und das ist... Irgendwo? Sollte das nicht eigentlich grün markiert sein, wenn etwas neu ist? Nur so nebenbei? Oder bin ich einfach nur blind? Ist es die? Nee, definitiv nicht. Ja, wo ist es denn? Okay, irgendwie ist es nicht da. Toll, ich kann es nicht mal anklicken. Was ist das denn für ein Scheiß? Da, ein Emote, das ist eigentlich eine Mimik. Also, er macht einfach die Augen zu. Ja. Gut, da haben wir das ja auch jetzt gesehen. Und dann habe ich noch einen Ischgalaros-Harnisch für die Centurio-Jagdabzeichen gekauft. So, den werden wir auch kurz mal... Moment, kann ich das nicht irgendwo einstellen? Ja, aber dann sieht man ja nicht. So, ich rufe den mal ganz kurz. Dann zeige ich euch den Ischgalaros-Harnisch mal eben. Ja, das ist er. Und den werde ich auch vorerst mal ein bisschen lassen, um es ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten hier. Und dann das Wichtigste, also... Naja, auch ein wichtiger Punkt. Die Kalofisteri-Puppe habe ich jetzt. So, einmal beschwören. So, das ist die Kleine hier. Die macht auch ein lustiges Emote, indem sie mit ihren kleinen Kügelchen jongliert. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der es sofort macht oder ob das irgendwie etwas dauert. Ich kann sie mal... anstupsen, wenn ich es ins Visier kriege. So. So, einmal kurz anstupsen. Ne, da macht sie nichts. Dann streicheln wir sie mal. Ah, da. Ja, genau. Das war das kurze Emote, das sie so mit den Kügelchen jongliert. Gut, das war's auch schon. Die werden wir jetzt ein bisschen bei uns haben. Und, ja, jetzt möchte ich eigentlich noch
eine Sache erledigen. Dann würde ich auch noch Stormblood gehen. Und ja, es gibt eigentlich noch die Heavensward-Geschichte von Hildebrand, aber die schiebe ich jetzt ein bisschen auf, denn die dauert auch wieder so 10, 15 Folgen und ja, das ist wahrscheinlich nicht so spannend, deswegen packe ich das, also verschiebe ich das auf später, wenn es ein bisschen besser passt. So, und wir machen jetzt noch ganz kurz, ja, ich weiß, es nervt vielleicht, aber wir haben noch die Vanos, die Gnad und die Mokris voll. Die werden jetzt nochmal eben kurz wieder abschließen, damit ich da wieder weitermachen kann. Und dann werden wir definitiv die Hauptstory weitermachen und Richtung Stormblood marschieren. So, Tanz der Geschwister. TOE, Schicksalswinde bringen hochglückliche Gelegenheit. Endlich hat sich Schleier von Ungewissheit gelüftet und Blick auf Bruder Lino Vanuog ermöglicht. Sundoe haben Wundospionen gefasst und ausgefragt. Aus Schnabel von Wundoe quellten Worte wie Wasserschwall über Gefangenschaft von Lino Vanuog in Wolkenkäfig an Megalith. Eile wie Sturmwind ist geboten. Lino Vanuog muss gerettet werden. Jo, dann retten wir den mal. So, der ist dort. Will das Ding mich eigentlich verarschen? Ich hab doch. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie speichert das Spiel meine Einstellungen nicht. Wenn jemand dazu das. Also, wenn jemand das gleiche Problem hat und eventuell eine Lösung parat hat, dann bitte schreibt es mir doch in die Kommentare. Es ist jetzt nicht nichts Dramatisches, aber ich verstehe nicht, warum die Einstellung einfach nicht gespeichert wird. So, aber gut, wir müssen jetzt erstmal hier die tanzenden Vögel beruhigen. Ach ja, und nebenbei, wenn ihr wollt, dass ich unsere Egis in Karfunkel umwandle, also ich würde Garuda in ein blaues Karfunkel, Titan in ein oranges Karfunkel und Ifrit in ein rotes Karfunkel umwandeln, dann schreibt das in die Kommentare oder auch wenn nur ein bestimmtes umgewandelt werden soll, denn ja, somit könnt ihr ein bisschen das, also die Optik mitbestimmen und naja, ein bisschen Abwechslung reinbringen und naja, ihr wisst schon, ein bisschen was anderes sehen. So, geht's dir gut? Himmeldonnerwetter! Geschichte über Bruder war Köder für hinterlistige Falle von Wundoe. Ohne Hilfe von Teroe Wundoe hätten alle Federn von Lilovani-O gerupft. Wundoe lagen im Hinterhalt und warteten auf Gundo-O. Für Überraschung konnte Lilovani-O den Nicht-Sonnentanz tanzen. Ohne Hilfe von Teroe hätte Lilovani-O letzten Flügelschlag getan. Bruder von Lino Vanuog ist in Wolkenkäfig hier unten gefangen. Lino Vanuog möchte zu Bruder eilen wie Hoffnungsschimmer, doch trotz zarter Gestalt könnte Käfig unter Gewicht von zwei Vanuog brechen und in Tiefe stürzen, wie morscher Ast unter Last von Schnee. Teroe bestimmt leichter als Lino Vanuog. Bitte bringe Sanuvahorn zu Bruder Lino Vanuog im Wolkenkäfig. Auf Schwingen von treuem Reite soll Lino Vanuog in Freiheit fliegen wie Vogel im Wind. Na Vanuog, eile wie es aus Wind, bevor Käfig in Tiefe von Wolkenmeer stürzt. Okay. So, der ist jetzt hier unten, oder wie? Hallo? Ah, da geht's rein. So, hallo? Erst drangen vertraute Töne von Schwester an Ohren von Lino Vanuog, dann Kampflärm wie Donnergrollen und nun erscheint Navanuog. Welche Bedeutung verbirgt sich hinter Wunderschleier? Ob Vanuog oder Navanuog, Rettung bringt Hoffnung wie erster Sonnenstrahl im Frühling. Bringt Navanuog etwas von Schwester Lino Vanuog für Lino Vanuog? Ja, hier hast du ein Horn. Oh, Sanuvahorn.
Damit kann Lino Vanu Ose Sanuva herbeirufen und auf Rücken in Freiheit tragen lassen, hin zu lang vermisster Schwester, auf das Herz sie wieder vereint sein mögen. Lino Valley, oh, verzage nicht. Bruderherz. Hunde, oh, belästigen Schwestern wie Wolkenmücken. Noch ein bisschen mehr und sie explodieren. Geschafft! Geschmeißt von Wunder, ihr ist verflogen wie Blätter im Wind. Sonnentanz zeigt Kraft und Verbundenheit von Vanu Vanu. Aus Familienbande erwächst höchste Macht. Für Hilfe von Navanoe ist Lino Vanu O voller Dankbarkeit wie Himmel voller Sterne. Schwester, viele Monde lang war Herz von Lino Vanu O krank vor Sorge um Lino Valley O. Wo hat Lino Valley O Zuflucht vor den grausamen Wundu E gefunden? Navanu E mit Namen Teo E hat Lino Valley O gerettet und Zundu E haben Gundu O kleine Insel als neues Heimatnest vermacht. Ah, selbst grausame Wundu E wagen sich nicht so schnell im Gebiet von Zundu E. Doch wie konnten Zundu E so lange Frieden bewahren? Bruder, Gundu O erwartet Rückkehr von Lino Vanu O in neue Heimat Ok Gundonaki. Doch zuvor machen Aufwartung bei Häuptling Sonu Vanu E in Ok Zundo. Komm! Gut, ihren Bruder haben wir nun endlich wieder gerettet. Also, was heißt wieder? Endlich gerettet. So, dann sagen wir mal dem Häuptling noch eben Bescheid. Häuptling Sonu Vanu E. Mögen Schicksalswinde stets Glück und Frieden nach Ok Zundo tragen. Gestattet Lino Valley O, Bruder von Lino Vanu O, vorzustellen, Sohn von Gundo-Häuptling Unu Vanu O. Ah, Lino Vanu E, gleich jungem Unu Vanu E, wie ein Auge dem anderen. Finsterer Sturm ist über Gundo E hereingebrochen, doch Überleben von Lino Vanu E ist himmlisches Zeichen. Mögen Gundu E in neuer Heimat Wurzeln schlagen und gedeihen, wie kleiner Keimling zu mächtiger Eiche erwächst. Keine Kummerwolke trübt klaren Himmel über Ok Zundo. Wie kommt es, dass Zundu E vom Wundu-Zorn verschont geblieben sind? Erkaufen Zundu E Frieden mit Tributen, weil Herzen von Zundu E vor Kampfesfurcht erzittern? Schweig! Lino Vanu E überschreitet Grenzen mit unverschämter Anschuldigung vor Häuptling. Ruhig, Sanu Vanu O, lasse Zorn vergehen mit Wind. Lino Vanu E hat Wahrheit gesprochen. Ok Zundo lebt in Frieden, doch Frieden hat Preis. Tribute bewahren Ok Gundo vor Zerstörung wie Heimat von Gundo E. Wahre Krieger widerstehen jedem Sturm. Nur feige Paisas verkriechen sich in der Erde und hoffen auf die Gnade ihrer Herrscher. Feige Paisas? Schändliche Worte nimmt Lino Vanu E in den Schnabel.
Bruder, lade keine Schande auf Häupter von Gundo-O. Neuer Heimat Okunonaki ist großzügiges Geschenk von Sunwei. Ohne Großzügigkeit von Sunwei, Gundo-O wären heimatlos und verloren wie mutterloses Küken. Linu Wano-O soll Häuptling Sonowano-E um Vergebung bitten. Linu Wano-O erhebt Schnabel gegen Linu Wano-O. Kleine Schwester ist groß und stark geworden. Häuptling Sonowano-E, unglückliche Worte sind gefallen. Für grobe Unhöflichkeit bittet Linu Wano-O um Vergebung. Ohoho, Sonowano-O hat Verständnis für Zweifel von Linu Wano-E und hofft auf Freundschaft zwischen Sunwei-O und Gundo-E wie in alter Zeit. Häuptling Sonowano-O, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gundo-E von grausamen Wundo-E entdeckt werden? Was wird geschehen, wenn Zornesturm Okzundo erfasst? Lass Zornesturm ruhig kommen. Sonowano-O vertraut auf Stärke von Zundo-O, jedem Sturm zu trotzen. So, so. Ja, mal gucken, wie sich das noch so entwickeln wird. Theorie, Linu Wano-O ist erfüllt von Dankbarkeit, wie Muschel von Meeresrauschen. Mit Linu Wano-O ist starker Häuptling nach Okunonaki eingekehrt. Nun mangelt es neue Heimat von Gundo-O an nichts mehr. Große Last fällt Linu Wano-O von Schultern. Nun hofft Linu Wano-O auf unbekümmerte Zeit mit Schnabelschärfen, Federkleidpflege und Sonnentanz. Doch Abscheu von Bruder über Feigheit von Zundo-E vergiftet Verhältnis und trübt Gemüt wie dunkle Herbstwolke. Andere Gundo-O teilen Gesinnung und sehen Grund für Zerstörung von alter Heimat in Unterwürfigkeit von Sunwei-E gegen grausame Wundo-E. Linu Wano-O hat Verständnis für Vorwürfe, doch hätten Sunwei-E nicht Freiheit erkauft mit Tributen. Was wäre aus Gundo-O geworden? Wiedersehen mit Bruder erfüllt Linu Wano-O mit Dankbarkeit wie Wald mit Blätterduft, doch kein Keil darf zwischen Gundo-O und Sunwei-E getrieben werden. Linu Wano-O möchte Freundschaft zwischen beiden Stämmen festigen mit eisernem Band. Mögen Schicksalswinde Theroe wieder hierher tragen, wenn Zeit für Handeln gekommen ist. Linu Wano wurde zum Häuptling von Okunonaki ernannt und das Häuptlingsnest wurde fertiggestellt. Die Verbundenheit ist auf Vertraut gewachsen. Das Verhältnis zu den Gundo hat sich zu Vertraut verbessert. Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, um ihren Häuptling zu retten und damit deine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt. So, neue Aufträge. Es gibt, neue Aufträge und neue Waren zu kaufen. So, was gibt's denn Neues? Verdunkeltes Visier. Okay. Ein Aufziehgundo. So, was haben wir noch für die Weißknochen? Haben wir das schon? Ja, das haben wir schon. Ja gut, gut, ein Aufziehgundo, den lasse ich erstmal noch im Inventar, weil wir haben jetzt erstmal die kleine Mini-Kalofisterie dabei. Und später, wenn wir dann einen neuen Begleiter rufen, dann können wir den benutzen. So, dann geht's jetzt weiter zu den Gnad. Nebenbei, die Wanus sind jetzt vertraut und brauchen 720 Punkte. Ja, das ist ungefähr 4-5 Tage lang Quests machen.
Ah, gut, da drüben sind sie. Jetzt habe ich mich ein bisschen verflogen. So, und bei den Gnats hier machen wir dann erst in der nächsten Folge weiter. Dann erstmal wieder danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Krieger des Lichts, merkt dir unsere Gesichter.